Meine lieben Kreativlinge, ich fass es einfach nicht. Ich bin so happy. Also wenn meine Mundwinkel nicht da wären, wo sie sind, würde ich im Kreis grinsen. Ist wirklich so. Ich dürfte wieder eine Kooperation machen mit Globaland. Also ich bin mega happy. Das ist eine Wahnsinnsehre. Also vielen lieben Dank. Also da fehlen mir echt die Worte. Und als ich in den Briefkasten jetzt vor einer halben Stunde geguckt habe, weil ich hatte heute Mittag schon mal geguckt, da war nichts da. Und dann habe ich vor einer halben Stunde geguckt und dann denke ich mir so, das schaut aus wie ein Globaland-Paket. Ich hatte zwar erst was bestellt, das kam aber auch schon an. Und denke mir so, das kann ja die Kooperation sein, weil vor 4 Tagen ist quasi die Bestellung aufgegeben worden. Vor 4 Tagen. Und jetzt ist er da. Also 4 Tage später. Also so schnell ging das auch noch nie. Also ja. Und ganz ehrlich, ich würde keine Kooperation oder die fünfte Kooperation annehmen, wenn ich nicht von den Produkten überzeugt bin. Das dazu. So. Alles, was ich mir ausgesucht habe, werde ich wie immer in der Infobox verlinken. Und natürlich mit dem Rabattcode, der NATTA10 ist. Auch den werde ich ebenfalls in der Infobox wie immer verlinken. Und jedes Mal, wenn ich denke, so jetzt, ich habe erst eine Bestellung getätigt und dann denke ich mir so, jetzt ist vorbei, du hast deine Wunschliste, wird endlich mal kleiner. Nein, nein, die wird nicht kleiner, die wird immer länger. Es ist ganz schlimm. So, aber genug geredet. Also ich bin mega happy, mega happy. So, das kam an, natürlich in einem weißen Umschlag, den habe ich weggemacht wegen Adresse und so. Der Beipackzettel. Und ich habe es schon mal aufgeschnitten. Und dann gucken wir mal. Zuerst habe ich mir einen, ja, ich wusste ehrlich gesagt, als ich das Bild gelesen habe, Embossing, ja. Aber ich wusste dann tatsächlich nicht, wie ich das, ne, Englisch und so ist ja auch immer so schwierig mit der deutschen Übersetzung. Ich wusste ehrlich gesagt, wie ich das zuordnen soll. Aber jetzt weiß ich, es ist auf jeden Fall so ein eine Prägeschablone. Kein Prägefolder, sondern eine Prägeschablone. Das hätte diese Nummer. Aber schaut auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Da passen die Gnomi-Stempel dazu, die ich ja aus einer anderen Kooperation, also einer Globaland-Kooperation habe. Da passen die gut dazu. Dann, das ist eine, keine Shadowbox, das ist so ein Karton. Das hat diese Nummer. Und ich bin echt gespannt, ob meine Idee, die ich dazu im Kopf habe, dass ich die umsetzen kann. Und das Ding ist echt groß. Das ist oben die Spitze, da wo oben wird zugemacht. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt es. Das ist ein Seitenteil. Also breit ist das Ganze schon mal 7 cm. Und befüllen, ja, man kann es ja quasi bis zur Spitze befüllen, aber ich messe jetzt mal bis hier. Sind es 10,2 cm. Also sehr, sehr groß. Das ist der Boden, schätze ich mal. Und das sind die Seitenteile, also die Front, beziehungsweise ja, das oben. Wie gesagt, ich mache das auf jeden Fall mit euch, sonst würde ich es mir nicht raussuchen. Ich habe bis jetzt immer, was ich von meinen Kooperationen rausgesucht habe, so gut wie alles verwendet. Und breit ist das Ganze knapp 13, ja doch 13 cm, also sehr, sehr groß. Und da ist allerhand Zubehör dabei. Also, so Herzchenaufleger. Ich lege das mal beiseite. Dann haben wir hier so, das wird ausgestanzt. Also quasi hat man dann ein Feld und dann hast du die Streifen da drin. Was ich auch sehr cool finde. Oder halt dann eben so Xe. Gesagt, ich werde vielleicht ein, zwei Beispiele auf jeden Fall damit zeigen. Also allerhand dabei. Dann kannst du auch allein schon für Karten nehmen, diesen Aufleger. Klar braucht man dann nicht das ganze Set, aber kann man ja dann trotzdem weiterverwenden. Und dann ist noch
das dabei. Also wieder allerhand dabei an dem Set. Finde ich sehr, sehr cool. Dann das hier. Das wollte ich in Verbindung mit dem hier bringen. Wie gesagt, es werden wahrscheinlich viele, viele Einzelvideos damit. Weil ich habe ja Ideen. Ich gebe immer mein Bestes. Das sind so 3D-Blumen. Was heißt 3D-Blumen? Ja, doch, 3D-Blumen. Es war alles übrigens auf meiner Wunschliste. Aber ich sage, die wird einfach nicht leerer. Auch wenn ich Kooperationen mache und bestelle. Und zwar sind es so Layering. Ja, Layering-Blumen. Muss ich dann erstmal selber ausklamüstern, wie die werden. Aber ich dachte eben, in Verbindung mit dem hier habe ich vor. Habe ich vor. Zuerst mal wieder einsortieren, dass ich dann auch bei den Bastelvideos alles wieder zuordnen kann mit den Nummern. Und dann noch das Set mal wieder einstempeln. Von der letzten Kooperation hatte ich auch nur Standschablonen rausgesucht. Das sind so kleine Feen. Oh Gott, sind die süß. Die passen auch wunderbar auf eine ATC. Guckt mal diese Kulleraugen von der Katze. Oh Gottchen. Oh, die sind aber auch so süß. Ich würde auf jeden Fall ein Gefussel mit Alkoholmarkern auszumalen. Ich habe zwar Polychromos, aber noch gar kein Talent mit Polychromos zu malen. Aber so süß. Wie gesagt, hier ist die Nummer. Ich dachte eben auch in Verbindung mit dem hier. Also es werden auf jeden Fall mal da schon mal mindestens zwei Videos oder drei Videos kommen. Von dem hier in Verbindung mit dem hier, dann dem hier. Also da könnte schon mal. Ich suche mir ja die Sachen raus, um alles zu verwenden, weil ich ja testen möchte auch. Es kann immer mal wieder passieren, dass irgendwo, hatte ich ja schon mal in der ersten Kooperation gesagt, hatte ich ja schon mal, da war bei einer Standschablone, bei einer so einer 3D-Karte, eine Standschablone, die hat an Ecken wirklich nur nicht richtig gestanzt, was mich jetzt persönlich nicht gestört hat. Aber trotzdem, gut, das kann sein, Sonntagsprodukt, Montagsprodukt. Aber ich liebe trotzdem Globalit. Ich liebe es einfach. So, ja, brauchst du nur auf Instagram gucken, meine letzte Globalit bestellt. Ja, ich sag, der Shop tut, der macht mich arm. Der macht mich wirklich arm. Ah, so. Genug gelabert. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine unheimliche Ehre, das ist. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ich bin so unglaublich baff, gerührt, happy. Also, ja, da fallen mir echt keine Worte mehr ein. Genug geschnattert. Ja, seid gespannt auf die Videos. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss. So rum. Bleibt gesund, bleibt kreativ. Bis dann.